Ich sag euch, es kann ja wohl nicht sein, dass ich hier wieder ein YouTube-Video aufnehmen möchte und mein Nachbar ist einfach schon wieder am Bohren. Ich weiß auch echt nicht, das geht gefühlt schon seit 3 Jahren, seitdem ich hier wohne. Aber es hält schon seit einer Stunde an und ich kann jetzt nicht noch länger warten, dass ich das Video noch weiter nach hinten verschiebe. Deswegen, ja, hoffe ich, man hört es nicht allzu sehr im Hintergrund, während ich rede, dass es dann irgendwie übertönt ist. Aber erstmal welcome back, zurück zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Q&A. Ihr durftet mir schon vor 2 Wochen Fragen auf Instagram stellen. Also falls ihr das nächste Mal eine Frage habt und im Q&A die beantwortet haben möchtet ausführlich, dann schaut immer regelmäßig in den Stories vorbei. Dann beantworte ich die hier nämlich sehr gerne oder auch mal in meinem Podcast oder auch mal auf Insta. Aber meistens tatsächlich eher hier oder im Podcast, weil ich dann einfach viel ausführlicher auf die einzelnen Fragen drauf eingehe. Kann. Erstmal kurz vorab, also ich bin nicht irgendwie ein studierter Ernährungsberater oder Sportwissenschaftler oder Fitness, wie nennt man das, Fitnesstrainer oder sonst irgendwas, sondern ich rede hier generell von meinen Erfahrungen und meinem Wissen, was ich mir so über die Jahre angeeignet habe, beziehungsweise auch vielleicht basierend auf meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das wollte ich nur noch als kleinen Disclaimer vorab sagen. Ich hatte auch schon einige Fragen im Podcast beantwortet. Da habe ich mir 6 Fragen von euch rausgepickt, unter anderem zum Beispiel, wie viel Protein ich am Tag esse oder ob ich da sehr drauf achte, ob ich täglich Kaugummi kaue, wie das mit dem Mythos ist, mit dem Stoffwechsel, ob der einschlafen kann. Was hatte ich noch beantwortet? Ja, genau, wie man den Stoffwechsel beschleunigen kann. Also so Fragen, die man eben oder die mehr Erklärungsbedarf brauchen. Da ist eine 35 Minuten Folge online gegangen. Also hört da auch gerne mal rein, falls ihr noch mehr Wissen und Gesundheitsfakten zum Thema Ernährung und Fitness haben wollt. Da habe ich nämlich auch immer noch so ein paar interessante Facts mit reingepackt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Was schätzt du, wie viele Kalorien du pro Tag isst? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme. Also wie viel ich wiege, wie groß ich bin und wie viele Kalorien ich esse. Und ich muss euch die Frage immer so beantworten. Ich kann euch gerne sagen, wie groß ich bin, was ich wiege, aber es würde euch nichts bringen. Also jeder Körper ist so unterschiedlich und so individuell. Wir haben alle einen unterschiedlichen Bedarf. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin sehr aktiv, ich mache ja 5 bis manchmal 7 Mal die Woche Sport. Ich bin regelmäßig mit Henry spazieren und drehe da große Runden. Und ja, da habe ich allgemein einen höheren Kalorienverbrauch und kann natürlich auch mehr essen und dementsprechend auch mehr Hunger, was ihr ja auch vielleicht manchmal in meinen Food Diaries seht, dass ich dann 2 Zimtschnecken oder sowas als Nachtisch esse, eben weil ich auch so viel verbrauche. Aber ich bin generell auch jemand, ich achte nicht auf meine Kalorien, also ich zähle keine Kalorien. Ich hatte einen Hintergrund, wo ich ja über einen größeren, längeren Zeitraum Kalorien gezählt habe, aber das hat mich auf Dauer nicht happy gemacht. Man fährt sich so auf irgendwelche Zahlen fest und das Leben ist ja auch viel zu schade und zu kurz, um nur darauf Wert zu legen, wie viel Protein, Kohlenhydrate und Fette du gegessen hast, ob du jetzt die perfekte Makroverteilung hast oder nicht. Und deswegen habe ich eben für mich gemerkt, dass das nicht der richtige Ansatz ist. Dementsprechend könnte ich euch jetzt nicht sagen, wie viel Kalorien ich am Tag esse. Ich kann es natürlich schätzen, aber ich möchte jetzt hier auch keine Zahlen oder sowas nennen. Also auf jeden Fall immer über 2000 Kalorien, eben weil ich so einen großen Kalorienverbrauch und Aktivitätslevel habe. Ich würde auch niemandem empfehlen, gerade uns Frauen, zu gering die Kalorienmenge runterzuschrauben, weil ja, unsere Hormone brauchen alleine auch gerade viele Fette und viel mehr Kalorien, als wir meisten Frauen denken. Und man kann da eben auch nur langfristig eher einen Schaden anrichten. Deswegen, ja, hört auf euren Körper, esst genug und folgt keinem, der euch irgendwie sagt, ihr sollt 1300 Kalorien am Tag essen. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Nach wie vielen Wochen hast du die ersten Erfolge beim Pilates gesehen? Beziehungsweise vielleicht noch eine Frage vorab, die dazu passt. Was sind deine liebsten Workout-YouTuber? Ich persönlich habe ja eigentlich so meine Home-Workout-Sessions immer mit Pamela angefangen. Das war ja auch so the Go-To-YouTuber, als Corona angefangen hat und sie da so krass im Game war. Ich habe aber vorher, muss ich sagen, auch schon manchmal Homeworkouts gemacht oder auch ihre Workouts so im Gym, in irgendwelchen Fitnessräumen, wenn ich jetzt nicht so Lust hatte, da bei den Geräten aktiv zu sein, und habe da auch schon sehr lange Madfit verfolgt.
das waren eigentlich immer so die beiden, die ich am liebsten gemacht habe. Aber dann habe ich jetzt über das letzte Jahr verteilt ElliniFit für mich entdeckt. Und ich muss sagen, dass ihre Workouts mir am meisten Spaß machen, weil ich bin halt jemand, ich habe mir sowieso immer irgendwie 4, 5 Workouts von Pamela am Stück hintereinander zusammengebaut und da so eine Routine dann gemacht, die eben so aufeinander abgestimmt war, sagen wir mal irgendwie, was weiß ich, ein Hit-Workout oder 2 Hit-Workouts und dann irgendwie noch Bauchbeine oder sowas. Und bei Elini ist es halt ein 40-Minuten-Workout oder auch ein 45-Minuten-Workout oder 30-Minuten-Workout. Also die wenigsten Workouts sind nur 10 Minuten, wie jetzt bei Pamela oder so 10, 15 Minuten. Und das mag ich halt persönlich lieber, weil wenn ich halt Sport mache, dann mache ich jetzt nicht nur ein 10-Minuten-Workout. Vielleicht irgendwie mal an einem Tag, wenn ich es nicht schaffe, vielleicht mal ein kurzes 15-Minuten-Cardio-Workout oder sowas. Aber die meisten Workouts sind halt schon bei mir 40 Minuten, 45 Minuten und dementsprechend mag ich das dann lieber, ein Workout am Stück zu machen. Und weil sie auch viel mehr den Fokus so auf Pilates gelegt hat oder Low-Impact-Workouts, dass man nicht unbedingt bei Hit-Workouts springen muss, was ja Pamela schon sehr oft macht. Und gerade Nachbarn unter mir oder so, also nicht, dass sie sich beschwert hätten, aber ich denke mir immer so, wenn da jeden Tag jemand über mir rüberspringt für 40 Minuten, würde mich das halt auch irgendwann nerven. Dementsprechend, ja, habe ich mich dann auf Eleni fokussiert und mag ihre Workouts bisher am liebsten. Und um auf die zweite Frage einzugehen, nach wie vielen Wochen hast du die ersten Erfolge beim Pilates gesehen? Das kann man so pauschal gar nicht sagen, beziehungsweise ich habe mit Pilates auch erst letztes Jahr angefangen, wo ich schon mal so eine Grundbasis hatte, was meinen Körper angeht irgendwie. Also nachdem ich die Pille abgesetzt hatte, habe ich allgemein viel mehr Wassereinlagerungen verloren, habe schnellere Ergebnisse bei Definitionen gesehen, obwohl man da natürlich auch sagen muss, das ist genetisch bedingt, ob man jetzt gerade bei Frauen ein besseres oder ein krasseres Sixpack bekommen kann als manche andere. Also wir sind da ja total unterschiedlich. Manche lagern mehr Fett an den Beinen, manche mehr an den Armen, manche mehr am Bauch. Und wir Frauen haben es auch schwerer allgemein am Bauchfett zu verlieren im Vergleich zu Männern, weil wir ja auch so unsere Gebärmutter und unsere ganzen Organe da irgendwie schützen wollen oder müssen. Und ja, ich bin halt zum Beispiel jemand, der vielleicht einfacher am Bauch Fett verliert als jemand anderes. Deswegen wollte ich das jetzt auch nur noch kurz dazu sagen, dass das vielleicht auch nicht das Ziel sein sollte. Also natürlich kann man irgendwie einen ästhetischen, körperlichen Anspruch an sich haben oder auch eine Vorstellung, das habe ich ja persönlich auch. Aber man sollte sich da jetzt nicht nur drauf versteifen und es ist auch nicht gesund, super krass definiert zu sein. Also das macht auch sehr viel kaputt, was den Hormonhaushalt betrifft. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass teilweise Leute, die ja richtig krasses Sixpack haben, dass die irgendwie einen regelmäßigen Zyklus haben oder nur gesunde Hormone. Und ja, deswegen kann ich gar nicht sagen, nach wie vielen Wochen. Ich würde halt generell sagen, dass man da schon so 3 Monate mindestens durchziehen muss, aber auch im Einklang mit der Ernährung. Also die Ernährung macht halt eigentlich viel, viel, viel mehr aus als nur der Sport. Tatsächlich sogar 70% oder 60% im Vergleich zum Sport. Deswegen, ja, muss man dann auch natürlich darauf achten, dass man sich ausgewogen und gesund ernährt und genügend Proteine irgendwie zu sich nimmt und ja, dann eben da so eine Balance für sich findet. Vielleicht auch noch eine passende Frage zum Thema Workout. Wird dir deine Routine manchmal fad? Ich muss immer wieder mal was Neues probieren. Das ist der Grund auch mitunter, warum ich zu ElliniFit gewechselt bin, weil Pamela hat einmal die Woche ein neues Video hochgeladen und irgendwann hatte ich die also durch. Und Eleni lädt, glaube ich, 2, 3 Videos pro Woche, manchmal auch irgendwie täglich. Und dementsprechend wird mir es eigentlich nie fad, weil ich habe ja auch in dem Sinne keine feste Routine, dass ich sage, ich mache irgendwie an dem Tag Hit, dann Pilates, dann irgendwie Booty oder keine Ahnung was, sondern ich entscheide halt immer an dem Tag direkt, hey, auf was ich jetzt gerade Lust habe und scroll dann so durch ihre Workouts durch und dann entscheide ich halt, okay, das spricht mich gerade irgendwie am meisten an oder ich habe jetzt gerade 30 Minuten Pilates gemacht, ich habe jetzt vielleicht doch noch Lust, schnell einen Hit-Workout hinterher zu machen oder so. Dementsprechend wird mir persönlich meine Routine nie zu fad, aber falls das vielleicht ein Problem bei euch ist, dann würde ich euch mal empfehlen, auch vielleicht andere YouTuber auszuprobieren, also nicht nur immer den gleichen, sondern so ein bisschen zu rotieren. Es gibt ja zum Beispiel auch noch Growing Ananas oder Jana Fit oder so, die habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht und es gibt ja so eine große Auswahl, Mary Brown zum Beispiel, da kann man sich ja eigentlich immer so ein bisschen durchprobieren. Next one, sind Milchprodukte ungesund? Nein, auf gar keinen Fall. Also Milchprodukte sind nicht ungesund und generell alle Lebensmittel müssen nicht ungesund sein. Ich mag sowieso nicht, Sachen in gut oder schlecht einzuteilen, weil
unserem Körper geben die ja irgendwo alle was. Ob es jetzt einen nährstoffreichen Vorteil hat oder auch so ein bisschen Soulfood-mäßigen Vorteil. Dementsprechend sollte auch kein Lebensmittel irgendwie auf dem Tagesplan stehen, was in gut oder schlecht eingeteilt wird oder bevor man mehr Angst oder weniger Angst hat, sondern alles sollte irgendwie gut für einen sein. Also natürlich gibt es auch Lebensmittel, die man vielleicht nicht unbedingt essen möchte, weil es einem nicht schmeckt. Ich persönlich bin zum Beispiel jemand, mir schmeckt alles. Es gibt nichts, was ich nicht gerne esse. Ich esse auch Rosenkohl, nur halt kein Fleisch, aber das ist ja ein anderer ethischer Faktor, der da mit reinspielt. Dementsprechend, Milchprodukte sind nicht ungesund. Es kommt halt darauf an, in welchem Maß du das isst. Also wenn du jetzt deinen Tag nur auf Milchprodukte aufbaust, dann natürlich ist es nicht gesund. Aber dann fehlen dir natürlich auch die Ballaststoffe und die Mikronährstoffe im Sinne von Mineralien und Vitamine. Aber ich persönlich habe ja auch angefangen, wieder mehr Milchprodukte in meine Ernährung einzubauen. Also jetzt nicht unbedingt zu Hause, weil ich habe keinen Drang danach, Milchprodukte zu essen. Ich trinke nach wie vor meine Pflanzenmilch-Alternative und liebe irgendwie Sojajoghurt, Sojaquark etc. Aber wenn ich eben auswärts esse, habe ich für mich persönlich festgestellt, dass es manchmal auch einfach, dass ich da Lust drauf habe oder irgendwie ich nicht mich einschränken möchte und dann esse ich auch irgendwie Milch im Kuchen oder ja, mein Feta oder sowas oder Burrata zum Beispiel mag ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne. Und was ist denn die beste vegane Quark-Alternative, kam als Frage. Ich glaube, so eine richtige Quark-Alternative gibt es gar nicht. Es gab eine Zeit lang von Simply V so einen Mandelquark, glaube ich, aber das war jetzt auch nicht so ein Magerquark-Ersatz, sondern eher so, ja, zum herzhaft mit Kräuter vielleicht oder so, so ein bisschen. Ein bisschen festere Konsistenz als Frischkäse vielleicht, aber jetzt auch nicht so Magerquark-Ersatz. Ich glaube so, was ich damals als ersten Magerquark-Ersatz genommen habe, war halt einfach der Skyr von Alpro zum Beispiel. Ist natürlich auch nicht so fest, aber für vegane Alternativen fand ich das schon immer sehr nice. Und esse ich auch jetzt ab und zu noch gerne mal. Ich habe gar nicht mehr so die krassen Cravings irgendwie auf eine Quark-Alternative. Deswegen, falls ihr vielleicht irgendwelche Quark-Alternativen habt, die ihr besser empfehlen könnt oder mehr empfehlen könnt, dann lasst das auch sehr gerne mal in den Kommentaren da. Dann können wir uns alle daran bereichern. Tipps, um aufzuhören, Kalorien zu zählen. Passend zur ersten Frage. Ihr merkt schon, ich habe gar kein richtiges Konzept, was das YouTube-Video angeht, sondern ich erzähl euch einfach das, was mir als allererstes einfällt und gehe einfach die Fragen nach und nach durch. Meine Tipps zum Kalorienzählen wären auf jeden Fall, die Apps vom Handy zu löschen. Weil dann ist gar nicht mehr so der Drang danach, dass du das auf dem Handy eingibst und diese Kontrolle haben musst. Weil dann ist man ja natürlich einfacher verleitet, einfach mal das einzugeben und zu schauen, was hat das jetzt für Kalorien. Das ist so der erste Schritt. Und dass man sich bewusst ist, dass Kalorienzählen auf Dauer auch irgendwo keinen Sinn macht, weil ihr müsst es euch mal so vorstellen, wir wissen doch gar nicht, ob das Essen wirklich diese Kalorien hat, was da drauf steht. Es wurde auch irgendwo mal in der Doku gesagt, dass es auch nur Schätzungen sind und gar nicht genaue Angaben und es spielen so viele Faktoren bei uns im Körper mit rein, die eben diese Kalorien wieder nichtig machen. Also so zum Beispiel ein Kalorientracker, ich habe auch einen, aber der kann ja nicht mittracken, ob ich mich jetzt gedanklich angestrengt habe und extra Kalorien verbraucht habe. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel den Arm hier die ganze Zeit geschüttelt habe, dann habe ich auch Kalorien verbrannt, aber das trackt die Uhr auch nicht, weil das bringt ja meine Heartrate jetzt auch nicht extrem in die Höhe, sodass das auch nicht gezählt wird. Oder wenn man zum Beispiel andauernd mit dem Bein zappelt, dann wie soll das der Kalorientracker irgendwie extra tracken? Genauso auch bei Lebensmitteln. Manche Lebensmittel brauchen bei der Verdauung mehr Energieaufwand und das kann so ein Fitness-Tracker auch nicht mittracken. Und genauso ist es eben auch beim Kalorienzählen. Wenn man das so akribisch macht, dann muss man ja wirklich auch alles abwiegen, damit man das genau hat, weil sonst schätzt man es nur und mit Schätzen kommt man teilweise auch nicht so weit. Also natürlich kann ich Kalorien auch gut einschätzen, weil ich es eben eine Zeit lang gemacht habe und weiß so ungefähr, okay, das und das hat so viele Kalorien. Aber natürlich kann ich das auch nicht aufs Gramm genau machen. Und unser Körper hat jeden Tag so unterschiedliche Bedürfnisse. Gerade auch wir Frauen im Zyklus, in welcher Zyklusphase wir sind, sollten wir uns darauf nicht versteifen. Und warum auf irgendeine Zahl festlegen? Also wenn ich jetzt Lust habe, ein Stück Schokolade zu essen, aber das nicht in meinen Kalorienbedarf reinpasst, warum soll ich mich dann dafür bestrafen? Also ich finde, wir sollten da einfach viel mehr auf unsere Bedürfnisse hören und da nicht so strikt mit uns sein.
dein größter Ernährungsfehler in der Vergangenheit? Ich glaube, das war so in meiner Zeit, wo ich mir alles verboten habe, sprich gerade in meiner Phase, wo ich auf meine Haut sehr geachtet habe oder da Probleme hatte, dass ich mir allen Zucker verboten habe, dass ich mir Sojaprodukte verboten habe, dass ich mir Öle verboten habe, weil ich dachte oder viele eben darüber berichtet haben, dass das Auswirkungen auf die Haut hat und ich mir eigentlich viel mehr unterbewusst so einen Stress gemacht habe und das vielleicht eher so mit ein Faktor war, warum meine Haut natürlich auch schlecht war, abgesehen von dem hormonellen Aspekt. Also ich glaube, das war somit mein größter Ernährungsfehler, weil ja, ich mich da einfach so restriktiv ernährt habe und gar nicht auf meine Bedürfnisse gehört habe, sondern mir gesagt habe, nee, du musst das jetzt so durchziehen und dann wird deine Haut besser. Und ich verstehe es natürlich, warum ich das gemacht habe, weil meine Haut hat mich sehr, sehr, sehr belastet und ich habe ja auch Erfolge gesehen. Aber trotzdem hat es auf Dauer nicht das bewirkt, wie zum Beispiel jetzt meine Haut ist. Und jetzt gibt es kein Lebensmittel, was ich mir verbiete. Also ich esse jeden Tag irgendwie Schokolade, Zucker und liebe Öle und esse auch jeden Tag wieder Sojaprodukte und es hat wirklich gar keine Auswirkungen auf meinen Körper. Dementsprechend kann, glaube ich, so eine restriktive Ernährungsweise sogar eher schadend sein oder das Gegenteil bewirken, weil der Körper dann natürlich noch mehr gestresst wird, weil er gar nicht alles bekommt, worauf er eigentlich Lust hat oder was er eigentlich alles braucht. Deine Food Staples. Meine Food Staples sind auf jeden Fall immer Obst und Gemüse. Ob es jetzt frisches Obst oder gefrorenes Obst und Gemüse ist, habe ich eigentlich immer da. Dann Haferflocken. Alter, wirklich, dieser Lärm geht mir so auf den Zeiger, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Haferflocken, Tofu oder Tempeh. Dann irgendwelche Nudeln, ob es jetzt Linsennudeln, Kichererbsennudeln sind. Generell auch Hülsenfrüchte, also Kichererbsen habe ich eigentlich immer da. Oder schwarze Bohnen, Kidneybohnen oder sowas. Dann Trüffelöl habe ich immer da, Avocado habe ich immer da, Brot, meistens friere ich das sogar auch ein und dann brate ich das kurz so oder röste ich kurz so in der Pfanne an. Was Snacks angeht, habe ich immer Datteln da, Proteinriegel, Proteinpulver habe ich auch immer da. Ja, eigentlich sind es auch noch Sprossen, genau. Und dann Obst und Gemüse habe ich eigentlich immer Apfel, Beeren, Gurke, Karotten, das sind so die Must-Haves und meistens noch so ein Kaisergemüse-Mix mit Karotten, Brokkoli und Blumenkohl. Genau, falls ich jetzt irgendwas vergessen haben sollte. Nussmus natürlich. Sorry, I forgot. Nussmus ist auf jeden Fall ein Staple, was immer da sein muss. Und Schokolade. Welche Lebensmittel besonders gut für den Darm ist, habe ich auch in der Podcast-Folge beantwortet. Genauso wie die Frage, in einer Podcast-Folge hast du mal das Thema Stoffwechsel kaputt machen angeschnitten und dass das eigentlich nicht geht. Kannst du das mal genauer erklären? Also falls ihr da eine ausführliche Antwort zu haben möchtet, dann ja, schaut da gerne mal oder hört gerne mal in den Podcast rein. Seit wann machst du Ballett? Ist zwar keine Ernährungsfrage, aber eine Sport- oder Fitnessfrage. Für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, ich habe Anfang des Jahres wieder angefangen, Ballett zu machen, nachdem ich 10 Jahre lang Pause hatte. Und tatsächlich auch in meinem Ballettstudio, wo ich damals getanzt habe, bei meinem alten Ballettlehrer. Und ich habe damals mit 5 angefangen und so mit 16, 17 aufgehört. Also ich habe schon so 12 Jahre getanzt, musste aber aufhören wegen Abitur, weil ich eigentlich jeden Tag bis 5 Uhr Schule hatte und 3-mal die Woche Ballett getanzt habe, auch auf Spitze und so. Und es ging dann einfach nicht mehr. Und dementsprechend musste ich alle meine Hobbys aufhören. Und jetzt habe ich mir so gedacht, ich hatte die ganze Zeit schon Lust, irgendwie mal wieder anzufangen. Dann kam Corona und so jetzt, why not? Jetzt kann ich einmal die Woche für 1,5 Stunden gehen und es macht mir echt sehr, sehr, sehr viel Spaß. Würdest du manchmal gerne ein bisschen zunehmen, weil du dich zu dünn findest? Eigentlich nicht. Also vielleicht gibt es mal irgendwie einen Tag, wo ich mir so denke, okay, vielleicht wieder ein bisschen mehr Booty oder ja, allgemein so ein bisschen muskulöser, aber ich bin nicht so dieses Gym-Booty-Fitness-Girl irgendwie. Ich bin halt einfach, ja, so ein Pilates-Slim-Girl. Ich weiß es nicht. Also vielleicht ändert sich das auch wieder in ein paar Jahren. Aber aktuell fühle ich mich in meinem Körper mit plus 5 Kilo vielleicht auch wohl. Das sieht ja auch meistens kein Außenstehender, sondern nur selbst. Also ich glaube, wenn ich jetzt 5 Kilo zunehmen würde oder 2, 3, dann würdet ihr das auch gar nicht so pauschal erstmal sehen, außer vielleicht, dass meine Bauchmuskeln ein bisschen weniger werden oder so. Aber ja, im Grunde genommen bin ich aktuell mit meiner Form sehr, sehr happy. Haben sich zu viele Sojaprodukte negativ auf dein Hautbild ausgewirkt? Am Anfang dachte ich das
Und deswegen habe ich ja auch eine Zeit lang gehabt, wo ich Sojaprodukte komplett von meinem Ernährungsplan oder von Ernährungsplan, aber von meiner Ernährung gestrichen habe. Und ich glaube, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es so viel mehr dieser unterbewusste Stress und Druck war, den ich mir gemacht habe, dass wenn ich mal Soja gegessen habe, dass ich dann sofort wusste, okay, meine Haut wird jetzt schlechter. Aber im Endeffekt hat es eigentlich vom Soja keine Auswirkungen gehabt. Also klar sollte man es jetzt nicht übertreiben und dreimal am Tag irgendwie einen 200 Gramm Block Tofu oder sowas essen. Aber mittlerweile esse ich jeden Tag eigentlich Tofu und merke jetzt nichts an meiner Haut. Ich glaube, da muss man individuell vielleicht mal das austesten oder vielleicht auch mal einen Unverträglichkeitstest machen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch nochmal einen gemacht, weil ich hatte schon mal einen gemacht mit Haaranalyse und jetzt ist es mit Blut und da wird eben geschaut, welche Lebensmittel eventuelle Sensibilitäten oder Unverträglichkeiten in einem hervorrufen, was auch gerade so Thema Blähbauch angeht, weil da habe ich auch sehr, sehr, sehr viele Fragen bekommen, zum Beispiel bei Blähbauch bzw. Gefühl aufgeblasen zu sein nach dem Essen, ob es eine Unverträglichkeit ist oder welche Lebensmittel die besten für eine Darmgesundheit, für eine gute Darmgesundheit sind. Und falls euch das Thema interessiert, dann kann ich da auch gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, beziehungsweise habe ich auch im Podcast so ein paar Lebensmittel genannt, die ja immer gut für die Darmgesundheit sind. Aber falls da der Bedarf ist, kann ich euch auch gerne mitnehmen, wenn mein Ergebnis da ist. Und wir gehen mal so ein bisschen drauf genauer ein, was so meine eventuellen Triggerfoods sind. Das könnt ihr mich ja sehr gerne mal in den Kommentaren wissen lassen. Und dann kommen wir noch zur letzten Frage. Das ist auch nicht so eine unbedingte Ernährungsfrage, aber ich würde es trotzdem gerne mit reinnehmen. Was hat dir geholfen nach dem Pille-Absetzen bezüglich Haare und Haut? Welche positive Effekte und ab wann? Bei mir war das ja wirklich so ein Up and Down. Ich habe auch schon 2 YouTube-Videos zum Thema Pille-Absetzen gedreht, was auch so meine positiven Effekte waren, abgesehen jetzt von, dass ich mich viel wohler in meinem Körper gefühlt habe und eben nicht mehr diese Hormone zu mir genommen habe, logischerweise. Oder auch so, was die Libido betrifft. Also falls ihr die Videos noch nicht geschaut habt, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Und auf Dauer hat mir, glaube ich, einfach nur die Zeit geholfen, weil ich habe die Pille jetzt vor fast 4 Jahren abgesetzt. Und jetzt ist so, also ihr seht es ja, es ist jetzt meine Haut. Und jetzt merke ich zumindest, was hormonelle Akne oder sowas angeht, zum Glück nichts mehr. Deswegen Zeit ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Faktor, aber ich habe so ein paar kleine Add-ons immer gemacht, die mir geholfen haben. Und zwar Maca jeden Tag nehmen, Mönchspfeffer, weil es so den Hormonhaushalt auf eine natürliche Weise reguliert. Dann natürlich die Skincare-Produkte. Ich habe auch alles in meinen Story-Highlights unter Skincare oder Skin-Q&A abgespeichert, falls ihr da nochmal die genauen Produkte sehen wollt, die mir geholfen haben. Und natürlich eine ausgewogene Ernährung, vielleicht nicht jeden Tag super, super viel Zucker essen, hatte natürlich auch positive Einflüsse, weil ja, das den Blutzuckerspiegel dann nicht ansteigen lässt. Und natürlich ist zu viel Zucker jetzt auch nicht gut, das möchte ich ja auch nicht irgendwie runterreden, aber da sollte man sich trotzdem nicht nur drauf versteifen. Und ansonsten hat mir von Sleen das Skin Supplement sehr geholfen, die Basics Plus, die eben für Menschen abgestimmt sind, die unter Akne oder Hautunreinheiten leiden, weil oftmals nicht bekannt ist, dass vielleicht auch ein Nährstoffmangel vorliegt. Und ja, da bin ich sehr froh, damals auf Sleen oder Akne Alex gestoßen zu sein, der eben selber auch unter Akne gelitten hat und dann auch auf eine pflanzliche Ernährung umgestiegen ist. Also bei vielen ist es ja auch so, dass zum Beispiel Milchprodukte die Haut schlechter macht. Ich persönlich esse jetzt auch nicht jeden Tag Milchprodukte und selbst wenn ich jetzt mal welche esse, merke ich gar nichts an meiner Haut. Und zum Glück kenne ich meine Haut mittlerweile auch gut genug, dass ich halt sagen kann, welcher Bereich in meinem Gesicht jetzt für was verantwortlich ist. Also zum Beispiel hier im Kinnbereich ist es stressbedingt oder hormonell bedingt, dass ich dann eben hier um das Kinn herum vermehrt Pickel bekomme. Dann an den Wangen ist es bei mir darmbedingt, wenn ich zum Beispiel super, super viele Süßstoffe esse oder auch so merke, okay, meine Darmgesundheit oder mein Darm ist gerade nicht so im Gleichgewicht, ich habe oft einen Darm, einen Blähbauch oder so, dann bekomme ich öfters mal auf den Wangen einen Pickel. Und bei mir, was so Ernährung angeht, wenn ich mich da jetzt super schlecht ernähren würde, da merke ich es vermehrt hier zwischen den Augenbrauen und auf der Stirn. Und da habe ich eigentlich nie Pickel. Deswegen war es mir irgendwann klar, okay, es kann nicht an meiner Ernährung liegen, sondern es liegt halt an meinem Inneren, dass da irgendwas im Ungleichgewicht ist, sei es die Hormone oder eben der Stress. Und wenn man diese Faktoren eben reduziert, habe ich persönlich da die besten Ergebnisse feststellen können. Und ich glaube, der größte Trigger war bei mir Kaffee.
weil ich bin generell sehr sensibel, was Kaffee angeht. Und seitdem bin ich auf koffeinfreien Kaffee umgestiegen. Und ja, es geht mir nicht nur innerlich besser, weil ich nicht dieses unaufgewühlte Gefühl habe und dieses Unruhigsein, sondern meine Haut ist auch einfach viel, viel besser geworden. Ja, vielleicht sind es auch so ein paar Punkte, die ihr bei euch wiedererkennt und die euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Ja, und ich glaube, an dieser Stelle würde ich das Q&A beenden. Falls ihr sonstige Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare oder ihr schreibt mir auf Instagram eine DM. Dann kann ich euch da auch gerne per Sprachnachricht antworten oder eine lange Nachricht verfassen. Das mag ich auch immer sehr gerne, mich euch da mit euch auszutauschen. Und ansonsten würde ich mich noch selber einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich glaube, es wird ein Food Diary von der jetzigen Woche. Ja. Vielleicht auch ein paar Einblicke zu FIBO, weil ich bin jetzt von Freitag bis Sonntag auf der FIBO in Köln. Ich glaube, man kann vielleicht auch noch Karten kaufen. Falls ihr es spontan jetzt seht, könnt ihr mich am TVO-Stand treffen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder. Tschüss!